Hallo, jetzt machen wir einen Möhreneintopf. Dazu brauchst du ein halbes Bund Petersilie. Ab rein. 5 Sekunden Stufe 8. Petersilie ganz fein und klein gehäckselt umfüllen. Rest können wir drin lassen. Wird nachher eh wieder alles zusammengeschmissen. So, der nächste Gang. Du schmeißt die Zwiebel rein. Jetzt. Gut. Und 5 Sekunden Stufe 7. Hörst du daran, wenn das Messer einfach frei läuft, hörst du, da Zwiebel ist schon fertig. Normalerweise kommt da Speck rein, da wir Vegetarier sind, lassen wir den Speck weg. Ich mache noch ein bisschen Öl rein, damit das jetzt angedünstet werden kann. Oh, ja, kein Olivenöl, nehmen wir Bratöl. Nur einen kleinen Schuss. Reicht schon. Was du vielleicht machen kannst, das ist, dass du die Zwiebel noch vom Rand nach unten schiebst, dass auch wirklich alles gleichmäßig angedünstet wird. Okay. Was müssen wir machen? 3 Minuten. Varoma, Stufe 2. Und ich melde mich gleich wieder. Wunderbar. Gut, Zwiebel, heiß, fertig. Karotten und Kartoffeln rein, und zwar 400 Gramm Möhren und 200 Gramm Kartoffeln in Stücken zugeben und bei 10 Sekunden Stufe 4 zerkleinern. Hier wieder eine feine Masse. Als nächstes gibst du das Wasser zu, und zwar sind das 500 Milliliter. Jawohl. Brühwürfel haben wir jetzt nicht. Wir haben unseren selbstgemachten Suppengrundstock. Davon nimmst du einfach 2 Löffel. Also eigentlich ein Brühwürfel, aber wir machen 2 Teelöffel Grundstock rein. Und Muskat, natürlich, darf nicht fehlen. Eine Prise. Ja. Das Ganze jetzt bei 17 Minuten. Halt. Erstmal den Rand runterschieben, bis alles reinkommt.
Und was ich auch vergessen habe, ich mache einfach ein bisschen Salz und Pfeffer rein, damit es ein bisschen besser schmeckt. Ungefähr einen halben Teelöffel Pfeffer und einen Teelöffel Salz. Jetzt hat aber. Rand noch freiräumen. Und 17 Minuten. Grad, Linksdrehstufe. Jawohl, 17 Minuten sind um. Schauen wir mal, was drin ist. Vorsicht, heiß. Ah, sieht gut aus. Riecht auch lecker. Also, jetzt haben wir hier, können wir wunderbar sehen. Ja, kann man nicht wunderbar sehen. Was flüssig ist und auch schön was Hartes drin. Tun wir noch die Petersilie zu. Jawohl. Ich lasse es immer noch gern einmal rumrühren und zwar Linksstufe, dass einmal die Petersilie runtergezogen wird und mit der Suppe sich vermengt. Schauen wir mal. Also Stufe 2 bis 2,5. Okay. Ein Teller. Dekoration. Dann haben wir es auch schon. Warte. Der Möhreneintopf. Schauen wir mal, wie das schmeckt. Oh. Gut. Eigentlich sehr gut. Ich würde vielleicht noch ein bisschen Salz dran geben. Auch vom Pfeffer. Es ist perfekt. Also anstatt ein Teelöffel ruhig zwei Teelöffel Salz rein. Ja, viel Spaß beim Nachkochen.